Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillen Barbecue. Heute ist wieder Thema Feuerplatte, ihr habt es gesehen. Und wir gucken uns an, was man denn so machen kann, wenn man jetzt nicht meine Feuerplatte kaufen will, sondern eine stabile andere Variante haben will für einen schmalen Taler. Viel Spaß dabei. Ja, so eine Rede hier drüben kostet mal schnell 1500, 1800 Euro über Größenordnung und ja, passt natürlich super in schönen Gärten, so wie bei mir. Aber wenn du jetzt bloß in einer Laubenkolonie bist irgendwo oder der Garten wäre ja nicht so groß, dass die halt voll stehen würde, dann geht man meistens daher und sagt, Mensch, man hat doch irgendwie, kann man nicht irgendwas umbauen. Da gibt es eine Variante, dass man sowas wie hier, wie wir vor uns haben, klassischer Weber Kugelgrill und von grillrost.com sich so eine 80er Platte. Die habe ich euch schon mal vorgestellt und funktioniert ganz hervorragend. Ist also ein bisschen kleiner als eine große Feuerplatte. Auch ein bisschen kleiner noch als meine und funktioniert als Feuerplatte trotzdem. Hat nur einen großen Nachteil und das große Problem immer war, deshalb hat sich das nicht durchgesetzt und viele waren so ein bisschen, naja, auch undankbar mit dem Thema, weil das hier, na, wenn du mit dem Spachtel auf Arbeit bist, hast du so eine wackelige, lummelige Feuerplatte, die in alle Richtungen irgendwo Bewegung macht, weil natürlich der Weber Grill, mal hier gleich, immer angefasst, dunkle Finger, weil der Weber Grill natürlich da unten drunter, naja, dafür nicht ausgelegt ist. Dann haben wir noch das Problem, dass der Griff hier neigt zum Schmelzen. Da kann ich aber gleich sagen, klassischer, findet euch damit ab. Es gibt eine Variante, den auszutauschen, Holzgriffe ranzumachen. Aber wenn der ein bisschen anschmelzt, ja, das ist dann einfach so. Also Platte hier oben drauf kann man super nachrüsten. Und was wir jetzt ausprobieren werden und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir hier unten das hier beenden. Der Grill ist auch alt, also kein neuer Grill genommen, sondern einen alten. Den habe ich schon 4, 5, 6 Jahre so irgendwo in der Größenordnung. 6 Jahre bestimmt, ja. Ja, schon 6 Jahre steht der bei Witt und Wetter draußen. Also tatsächlich ein super Testobjekt dafür. Und wir bauen mal rasch die Füße um. Ja, 10 Minuten habe ich ungefähr gebraucht und gucken mal nach unten, wie die Sache aussieht. Nämlich noch so sehr schön rot gemacht. Einfach aus dem Grund, dass man auch sieht, dass man was geändert hat. Sieht so ein bisschen aus, wie ihr von Weber von den Messen kennt. Bei denen waren die Kugelgrills auch immer mit allen Neuteilen, all was die geändert hatten, hatten die immer ein Rot lackiert mit dran. Da hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Also sieht so ein bisschen aus wie ein Prototyp. Und man merkt, es ist fester geworden. Allerdings, guck mal hier, ist es noch nicht hundertprozentig fest. Also kein Vergleich zu so einer großen Platte. Aber, und darauf kommt es an, wenn ich das hier bewege, hast du keine große Schwingung drin. Minimal, aber das macht dann tatsächlich nicht mehr viel aus. Und die Beine sind jetzt so von welcher Firma? Einfach von grillrost.com. Also auch so wie die Platte? Genau, wie die Platte. Kannst du also als Set auch bestellen. Verlinkt das mal hier unten drunter, kannst du die mal angucken. Und damit hast du tatsächlich, also so wie es jetzt aussieht, eine reelle Chance, tatsächlich darauf vernünftig was zu machen, ohne diese Gewackel. Ich würde jetzt nicht direkt meine große Feuerplatte wegschmeißen und sagen, ich mache jetzt die kleine. Aber bis jetzt sieht es aus, als ob das eine schöne Alternative ist für alle, die schon einen Kugelgrill haben und sagen, wir wollen mal auch Feuerplatte grillen und nicht irgendwie kleinen Planschers irgendwie rummachen, sondern wirklich auch ein bisschen Platz haben. Dann lass uns jetzt grillen. Ich würde sagen, wir machen mal heiße Ding, wa? Jo. Und Feuerplatte ist cool, weil da kann man 1000 verschiedene Sachen machen und wir probieren jetzt einfach ein bisschen rum. Ich habe hier ein Filet, da schneiden wir uns ein paar Medaillons raus, habe hier so ein bisschen Wursttaler, ein bisschen Pfannengyros. Vorbereitet Bratkartoffeln, Convenience-Produkt an der Stelle, aber für eine Feuerplatte finde ich manchmal so, aus der hohen Hand, durchaus akzeptabel. Für die Ladies ein bisschen Paprika und hier ein bisschen, was immer sehr schön ist, Frühlingszwiebel von der Feuerplatte. Und da haben wir immer so schnell so einen kleinen Küchendurchgang. Ein paar Spachtel haben wir noch dazu und natürlich auch beim Feuerplattengrillen scharfes Messer und ein Brett. So, guck mal, so sieht das Ding jetzt aus. Wir heizen es ein. Die Platte zieht sich nach unten runter, dass das ganze Fett nach innen läuft. Trotzdem bei Feuerplatte immer alte Schuhe anziehen. Nicht die neuen Nikes rausholen, die sind danach meistens versifft. Also wenn man ringsherum guckt, irgendwas spritzt und tropft immer auf den Fußboden. Und wenn die Füße halt im Weg sind, dann naja, erwische die halt. Ne? So, jetzt machen wir immer das Fett hier glatt, das wir glatt ziehen. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was man am Einbrennen machen muss. Es gibt ja immer Leute, die machen einen riesen Hokuspokus drum mit was weiß ich. Benutzen, einfach benutzen, damit kriegt man am besten hin. Vielleicht wird es am Anfang halt ein bisschen festhaken, aber je öfter man benutzt, umso schöner wird es. Macht euch keine Sorgen drum, zum Anfang mit viel Fett arbeiten und alles wird gut. So, fangen wir mal an aufzulegen. Ich habe erstmal ein bisschen Gemüse. Das verteile ich jetzt hier alles und das Fleisch auch ringsherum. Ich hole euch gleich dazu, sonst haben wir hier irgendwie eine halbe Stunde nur Klaus packt Zeug auf den Grill. Obwohl das ist eigentlich immer, oder? Alles Alarm, wa? So muss es sein.
noch dazu. Guck mal hier. Aber das kriegst du von allen hier mit. Ja, also ich sag mal, eine Platte von der Größe. Da musst du dich um 15 Leute, die zu Besuch hast, keine Sorgen machen. Notfalls grillst du noch zweimal. Und immer schön fett, 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 fett. Bis was regelt. Ja, und das wackelt überhaupt nicht, oder? Nö, oder? Also, geht vergleich mit dem Lämmerschwanz, den wir da vorher hatten. Guck mal, und so schön sieht das aus, wenn du beim Grillen bist. Hast die Steaks in der Mitte, die kriegen schön Kruste hier draußen drüben, der Pfannengyros, Kartoffelbrötchen vor sich hin, die Taler sind schon fertig. Paprika kann man richtig Feuer brauchen und Soja und Lauch schön angebräunt. Ich finde, das macht was her, das sieht gut aus und wenn wir das gleich kosten, wette ich, dass das auch lecker schmeckt. Guck mal, du kriegst das auch relativ cool abgeräumt, dann ist es bloß, ich mache das immer so Grillteller fertig, so große. Und dann so bloß über den Rand abräumen. Deshalb wichtig bei Grillplatten immer ohne Rand, also keine mit hohem Rand. Manche denken wegen Fett irgendwie, die aufpassen, dass da die Grillplatte keinen Rand um hat. Aber das bisschen, was dir das Fett an Vorteil hat, hat es nachher im Nachteil im Handling. Und das wäre ja doof. Dann packen wir auch natürlich hier die Bratkartoffeln auch daneben. Und immer so weiter. Ja, und so sieht die Platte nach dem Grillen aus. Und dann nimmst du einfach bloß mal hier die Spachtel, ziehst du drunter. Da merkst du schon, wenn du an so eine harte Stelle kommst, da wackelt er doch noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, das ist alles absolut im unkriminellen Bereich. Das haut hin. Wenn du über hast, packst du einfach dann bitte drin. Und dann ist es gleich entsorgt. Ja, und so hier sieht jetzt die Grillplatte aus, die du fertig hast. Ein bisschen Filet, alle, wie gesagt, einfach was wir haben. Hier, Pfannengyros. Bratkartoffeln. Fleisch, Wursttaler hier. Schöne, kleine, bunte Nummer. Ihr habt schon gesehen, wir haben jetzt nicht jetzt hier angefangen, verrückte Rezepte zu machen, sondern ganz einfache Nummern zu grillen, die trotzdem nachher am Ende geil aussehen. Und genau dafür ist so eine Feuerplatte da. Und wenn man jetzt mal, dann geht mal rasch zur Seite. Was ist dein Fazit jetzt zu den Füßen? Fazit zu dieser mit diesen Füßen umgebauten Platte. Die Füße alleine brauchst du nicht. Also für den normalen Kugelgrill, der müsste ja, ob die Füße hat oder nicht. Die machen Sinn, wenn du die Platte hast. Oder es gibt auch verschiedene andere Feuerplatten, die man oben im Ruf bauen kann, weil du hast einfach viel mehr Stabilität drin. Ersetzt damit automatisch eine große Platte. Ich sage nein, weil du hast weniger Platz. Weißt du, da wo so ein Ding jetzt hier hinpasst, eine hübsche, da stellst du die hübsche hin und da wo du nicht passt, hast du damit trotzdem die Variante. Also für jeden, der einen Kugelgrill hat und der entweder in dieses Feuerplattenthema mal rein schnuppern will oder der schon von vornherein weiß, nee, eine große Platte habe ich keinen Platz oder auch keine Zeit, kein Elan oder kein Geld für, für den ist die Variante, die man sich umbaut, tatsächlich sinnvoll. Also nicht sinnvoll finde ich so eine Platte ohne die verstärkten Füße zu betreiben, das haben wir schon probiert. Da ist wirklich die Platte toll, aber wie gesagt, der Unterbau, so wie er jetzt ist, macht tatsächlich Sinn. Was Sinn macht, ist auch einen Daumen nach oben da zu lassen, eine oder einen wohlwollenden Kommentar oder bei grillrost.com mal vorbeizuschauen, gucken, was die an Teilen für euch haben. Es gibt so viele verschiedene andere Grills zu, ja, kickt da einfach mal rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Ich esse jetzt hier meine Wurst. Kannst ja vertragen.